Hey ho, Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Punch Club 2. Ah ja, was soll man denn nur sagen? Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit Apu einmal angelegt, denn er wollte mit unserer Mutter anbandeln. Wir haben es verhindert, haben aber gegen Apus Bruder verloren. Apu ist seitdem verschwunden. Wir haben jetzt hier so einen scheiß Tracker noch am Arsch kleben. Und wir müssen erstmal die ganze Stadt ablaufen, damit wir mal irgendwie 42 Kilometer zusammenkriegen. Sollten wir jetzt auf jeden Fall geschafft haben. Nichtsdestotrotz werden wir dafür sorgen, dass wir die Zeit hier noch rumkriegen. Ich hätte ja gehofft, nee, dass wir noch das finale Videoband kriegen. Aber offenbar nicht. So. Hey, ich bin 68 Kilometer gelaufen. Yay. So, genau. Einer ist nämlich rausgefallen. Wo ist er denn hin? Tja, gegen den wollen wir an. Vor allem, habe ich da mein Geld wieder gekriegt oder nicht? Ja gut, dann kämpfen wir danach gegen irgend so einen Typ halt, ne? Genau. Ah, verdammt. Klappt nicht. Wir können Dings nicht Bescheid geben. Wir müssen in die Kanalisation als nächstes. So. Ich werde keine Energie verschwenden, seid ihr bekloppt? So, Apu, Mal gucken. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Kämpfe. Apu, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Warte, ist das eine Leiche? Wo ist hier eine Leiche? Ich kann es nicht kontrollieren. Lauf! Okay, Schleim. Eine Menge Schleim. Hier nehmen wir gleich den Superman-Schlag mit. Oh, was zur Hölle? Oh, Mist. Oh, 107. Wow. Bitte blocken! Oh, bitte lass ich nicht gewinnen am Ende. Nee, wird nix. Sag deiner Mutter, lebe wohl von mir. Heiliger Strohsack. Warte mal. Das müssen wir nochmal. Okay. Das war halt nur ein Unglück. Oh, wo ist hier angeblich eine Leiche? Da hinten? Thank you.
Bitte aufladen. Ich habe echt zu wenig Energie. Das andere ist halt ein Superman-Schlag vielleicht. Wenn mal der macht, 26 Schaden. So, 13, 11, 14. Also wenn ich treffe, ist das schon nicht schlecht. Wir bleiben dabei. Habe ich gewonnen? Habe ich verloren? Verdammt, ich habe verloren. Zu knapp alles. Der ist ja nicht schwer, ne? Aber wenn ich den lade... So, versuchen wir nochmal unser Glück. Ich weiß echt nicht, wo er die Leiche eigentlich sieht, aber naja, gut. Ah, verdammt. Den Schaden wird um 1 reduziert, habe ich vergessen. Moment. Energie herstellen, nee. Hundertdrei. Runde 4 wird mein Kampf. Komm schon. Echt, ey. Mann, das ist ein Nachbolzen. Der ist nicht schwer. Ganz ehrlich.
Na, diesmal ist der Beginn ein bisschen besser. Nein, der hat mich da umgehauen. Wenn er mich da jetzt gerade nicht umgehauen hätte, ganz ehrlich. Das wird ganz knapp. Doch, gewonnen. Geht doch. Meine Fresse. Schnell jetzt, Apu. Du bist frei. Lass uns verschwinden. Wenn es nur so einfach wäre. Ich kann das langsam echt nicht mehr hören. Was ist hier eigentlich los? Was ist das für ein Ding? Es ist kein Ding. Es sind drei Schleime in einem Regenmantel. Hm? Was? Ja, genau. Sie sind von der Bobo-Farm geflohen und haben sich in meinem Laden versteckt. Sie wollten aus der Stadt fliehen, aber in dieser Form... Du meinst kopflos? Ja, genau. In dieser Form würden sie sicher erwischt werden. Also habe ich zugestimmt, ihnen zu helfen. Du? Aber auf dem Weg dorthin änderte sich der Plan. Es wurde klar, dass sie nicht aus ihrer Heimat fliehen sollten. Sie sollten für ihre Freiheit kämpfen. Hä? Sie müssen Widerstand leisten und kämpfen. Gegen Bobo. Alle Schleime müssen sich vereinen und jeden Sklavenhalter die Tentakel entgegenschrecken. Und ich werde die Rebellion anführen. Warte einen Moment, Apu. Du? Anführer der Schleimrebellion? Gegen Bobo? Ja, genau. Aber du hast einen Laden, auf den du aufpassen musst. Das ist dein Lebenswerk. Und dein Bruder, Jai, er macht sich Sorgen um dich. Und ich glaube, meine Mutter macht sich auch Sorgen. Nein! Mein Bruder ist ein guter Kerl. Er würde es verstehen. Und er wird sich um den Laden kümmern. Und deine Mutter hat einen Mann. Du hast recht. Apu, ich... Was mein Lebenszweck angeht, mein ganzes Leben lang habe ich von Abenteuern geträumt. Von einem Leben mit einem ganzen Körper. Aber ich bin nur, wie hast du gesagt, ein Kopf in einem Glas. Apu, es tut mir leid. Nein, es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, mein Freund. Aber vielleicht siehst du jetzt, wie wichtig mir diese Sache ist. Die Chance, etwas zu bedeuten und etwas Großes zu tun. Also, ich bleib hier und trainiere und bereite mich auf die Schleimrebellion vor. Heya! Und ich hoffe, du findest deinen Vater. Je schneller, desto besser. Danke, Apu. Ich werde mein Bestes geben. Das tust du immer. Auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen, Apu. Na toll, wir haben letztes Mal auf der Bobo-Farm den Typen einen Job verpasst. Warte mal, kann ich jetzt hier noch irgendwas machen bei dem Typen? Okay, Jungs, noch einmal kämpfe. Oh Gott. So ist es richtig, trifft den Feind direkt in seinen fetten Bauch. Hallo, Meister Bill, was ist denn hier los? Meine neuen Schüler und ich bereiten uns darauf vor, diesen Schurken Bobo anzugreifen. Er hat ihr Volk versklavt. Also gut, Apu, du hast einen guten Lehrer gefunden. Wie läuft's denn so? Ich habe mich nie besser gefühlt. Wir werden alle Schleime in der Stadt befreien. Das ist richtig, Apu-chan, aber jetzt noch einmal kämpfen. Noch einmal, kämpfe. Wie geht's? Was geht ab? Zwei küchenfertige Sets bitte? Ich habe nicht mehr im Laden. Ich weiß, war nur ein Scherz. Okay. Bringt mir aber nichts, wenn ich dem das so erzähle, oder? Hm.
So, raus hier. Nur ein bisschen Zeit verplempern. Oh Gott, wir müssen ja um 8 ja schon wieder mit dem Training anfangen. Ich habe aus Versehen den Dings getrunken. Verdammt. Ich habe das Falsche getrunken. Ach, damit. Fitnessstudio verfügbar, yay! Yeah. So, ich sag dir erstmal, dass ich deinen scheiß Fitnesstrecker hier abgeschlossen hatte. Wegen dem Fitnesstrecker. Ich bin 42 Kilometer für dich gelaufen. Was? Nein! Ich war das! Ich bin 42 Kilometer an einem Tag gelaufen. Ich habe das nur gesagt, damit alle denken, dass ich das war. Hab schon verstanden. Ich mache das immer, weil ich sportlich bin und cool. Danke, Kumpel, ich schulde dir was. Ich glaube, ich weihe dich in mein supergeheimes Neurotraining ein. Wow, und wie funktioniert das? Es stellt deine Gesundheit so schnell wie möglich wieder her und es ist extrem befriedigend. Klingt cool. Und ab! Wenn es dieses Ding nicht gäbe, wäre ich viel einsamer. Mamas Gold, Junge, okay. So, was gibt's denn hier? Kenne ich halt schon, ne? Die Technik brauche ich auch nicht. Abu. Und? Hast du ihn gefunden? Ich rufe sofort die Polizei. Entspann dich, Jai. Ich soll dich von Abu grüßen. Er ist am Leben. Dem Himmel sei Dank. Aber wo ist er? Er ist... Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich ihm die Wahrheit sagen würde. Er lebt endlich mit einem ganzen Körper. Er sagte, du würdest es verstehen und dass du dich um den Laden kümmern würdest. Hoje, der kleine Abu ist erwachsen geworden. Was hätte unsere Mutter dazu gesagt? Danke, dass du ihn gefunden hast, sonst hätte ich dir den Kopf abgeschlagen. Gern geschehen. Aber immerhin. Stimmt, ich habe vergessen, mir eine Schleimpizza zu holen. Ach, verdammt. Training mit Mick. So, alle Mann, Training. Es ist vollkommen egal, wo ich drauf drücke, ne? Aber soll das heißen, wir haben noch Platz für zwei Schüler? Sonst ist ja alles belegt. Das die halbe Stunde schafft er auch noch. Hey, wieder. Hey, Kleiner, ich habe einen Job für dich. Liegt es nur an mir oder nimmt er sich in letzter Zeit mehr Freiheiten raus? Dieser tapfere Schüler hat einen Cousin. Und wie du vielleicht mitbekommen hast, hat er sich ein bisschen Ärger eingehandelt. Er hat zu mir aufgeschaut und wollte auch Einkäufer werden. Also ging er zum verlassenen Haus, um bei Untergrund-Roboterkämpfen mitzumachen. Sie nennen ihn Robo-Fight Club und er ist brandgefährlich. Überall fliegen Muttern und Zahnräder herum. Öl, Hydraulik, spritzt auf die Fans. Okay.
Die Verlierer landen auf dem Schrottplatz, die Gewinner in der Reparaturwerkstatt. Das ist nur für Roboter, wenn ein Mensch dort mitmachen würde. Oh nein, mein Cousin. Kurz gesagt, der Kleine wird fertig gemacht. Also geh rüber und rette den armen Kerl. Sie versammeln sich nachts im verlassenen Haus. Bitte, Sensei. Yay, na super. Es wird ja jedes Mal besser und besser mit der Story, ja? Jetzt muss ich sogar schon nachts kämpfen, ey. Gucken wir gleich mal, wo das verlassene Haus... Warte mal, ist das verlassene Haus nicht das von... wo Lil Bobo immer abhängt? Momentchen. Ja, das ist das verlassene Haus, wollte ich gerade sagen. Kriege ich noch mal eine Kassette? Nö. Okay, wir sollen ja mal nachts dann da drinne rumschmökern. Sehr schön, effektiv genug ist es. Robofight Labs. Wartet bis 7 Uhr war es immer. Nein! Ich hasse es. Wie macht sie eigentlich mein Protégé hier auf deiner Farm, hä? Der arbeitet gar nicht. Was ist das hier für ein Quatsch? Stadtgitter können wir auch nichts machen. Ah, das ist ja zum Kotzen. Naja, trainieren wir ein bisschen weiter. Ach, dich bringe ich auf jeden Fall noch auf 20. Bam, 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 bam. Be better, my friend. So, wir holen noch mal so ein neues Ausdauerteil. Frische Kerne, schwarzen Tee. Stunde 30, oh Gott. So. Zack, 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 zack. Und Kampf gegen den Typi. Machen wir mal gleich mal rein, ne?
Also Rinki hätte ich gedacht, dass die Profiliga schwerer wäre. Oh, warte mal, jetzt sehe ich ja gerade, dass er wie viel... Warte mal, der kriegt mit jedem Schlag Dings dazu. What the fuck? Wieso hat der mit jedem Schlag was dazu gekriegt? WTF? Momentchen mal. Da geht nicht noch mehr zu boosten. Okay, der ist schon aktiv gewesen, deswegen Nessa. Zack. Ich überlege gerade. Gucken wir mal, ob das was bringen würde. Hier scheint die noch nicht aus, denn ganz wird um 1 reduziert. Das hier ist halt das Problem, ne? Und das hier, warte mal. Angriffe verbrauchen Gesundheit. Wir gucken mal. Vielleicht schaffe ich es ja doch. Nee. Noch ein Schlag, Mensch. Oh, es wäre nur noch ein Schlag gewesen. Leck mich doch fett, ey. Tja, ich glaube, das Ding schaffe ich definitiv nicht, ey. Was machen wir denn nun? Ach, wir versuchen es noch einmal. Wenn nicht, habe ich halt den Kampf verloren. Ist mir auch dann egal. Dann mache ich danach die Roboterkämpfe. Ich Idiot. Vergessen anzugreifen in der ersten Runde. Ich hätte ihn doch fast umgehauen. Aber das will ich mal testen. Jetzt auf einmal. Das macht gerade alles überhaupt keinen Sinn. Was ist das denn für eine scheiß Technik, was der nutzt? Das muss ich jetzt nochmal gründen. Also wenn ich am Anfang... Warte mal.
Unverteidigten Schaden. Bringt mir alles gerade nichts. Hier machen wir einen Sparta-Kick. Okay, so jetzt der Gegner verliert Energie, wenn der Block erfolgreich ist. Okay. Ah, hier jetzt, genau. Nimm einen kurzen Moment Zeit, dann zieh die richtige Verringer kurzzeitig die Chance des Gegners auf ein erfolgreiches Ausweichen. Und hier, warte mal, stell das Energie wieder her, wenn du nicht versuchst zu blocken oder auszuweichen. Okay, das heißt, jetzt wird er Energie kriegen. Okay, jetzt ist der Quatsch wieder da. Mal gucken. Ey, der war doch gerade auf Null. Ach Gott, also den Typen besiegen, das wird nichts. Lassen wir sein. Also nicht ohne noch mehr Training, ganz ehrlich. Könnte ich da, obwohl, warte mal, gibt es Fähigkeiten, die ich noch kaufen könnte? Die mir was bringen könnten. Den Gegner zu erschöpfen. Das Teil ist gut. Das schaffe ich nicht. Oh, das ist gut. So, was haben wir hier? Gefährlicher Schlag. 28 Schaden kann der haben. Jetzt gucke ich mal. Ich gucke noch mal. Der hat aber auch echt Energie, der Typ. Und der schlägt auch zu wie sonst was. Also wo der hinhaut, wächst kein Gras mehr. Mann, Mann, Mann. So. So, was haben wir hier?
So, wo ist denn hier mein, das ist Sparta-Tritt hier. Die Runde blockt er ja definitiv nicht. Okay, es bringt uns also wirklich nichts. Dann sind wir halt einmal nicht derjenige, welcher der angreift. Gehen wir in den Roboter-Club. Ganz ehrlich, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf.